kann es noch nicht begreifen, was heute in den letzten 24 Stunden passiert ist. Unbegreiflich, unfassbar, hier mit der Meisterschale, mit den Fans zu feiern. Es dauert ein bisschen, bis das realisiert wird. Es ist schon ganz, ganz besondere Sache. Ich freue mich, wie gesagt, für alle, die da mitmacht haben und ihren Anteil dran haben. Und natürlich ist es auch für uns schon, muss ich sagen, auch, ja, eine Verpflichtung, jetzt alles dafür zu tun, dass wir eine Mannschaft zusammenkriegen mit unseren geringen Mitteln, die halt mit aller Leidenschaft, mit jeder Faser halt alles reinhaut, um zu sagen, vielleicht können wir ja das schaffen, die Punkte, die notwendig sind, von Klassenerhalt. Dafür gibt es keine Worte, was hier heute passiert, was gestern passiert ist. Außer perfekt zu sagen, gibt es ja, glaube ich, nichts. Es ist ja nicht normal, dass 5000 Fans auf einmal in Regensburg sind. Und ich glaube, denen ist genauso viel Respekt zu zollen wie der Mannschaft oder den Funktionären. Ohne die hätten wir es nicht geschafft. Und ich bin dankbar, dass sie da waren und uns den Rücken gestärkt haben und hoffe, dass es auch so weitergeht.